Für die Reihe Deambulation und Linde treffe ich jetzt die Astrid Reinisch der Abteilung für Wirtschaft und Tourismusentwicklung der Stadt Graz. Ja, hallo, ich bin die Astrid Reinisch. Wir sind hier in der Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz am Marie-Hilfer-Platz. In der Stiegergasse 2. Genau, im ersten Stock und sitzen hier in einem sehr schönen Büro. Nämlich dem von Andreas Morian. Genau. Deine Aufgaben hier, kannst du sie ein bisschen beschreiben? Ich bin zuständig für die Jugendbeschäftigungsagenten und für den Club Zukunft und auch für die Öffentlichkeitsarbeit. Der Abteilung. Der Abteilung, genau. Die Abteilung Wirtschafts- und Tourismusentwicklung, was hat die für Aufgaben? Oder was sind ihre Kerngebiete? Wir haben ein sehr großes Portfolio und es ist immer sehr schwierig, das in aller Kürze zu beschreiben. Mhm. Aber natürlich Kernzielgruppe sind Unternehmer. Unternehmer aus jeder Branche und aus den Schwerpunktbereichen Automotive, Ökotechnologie, Humantechnologie und Kreativwirtschaft. Ah. Ein weiterer Schwerpunkt sind dann in diesem Bereich die Gründungen, zu denen wir verschiedenste Projekte am Laufen haben, verschiedenste Dadurch Unterstützungen. Habe ja ich mit euch zu tun. Genau, so bist du zu uns gekommen. Mhm. Ja, ein weiterer Schwerpunkt ist natürlich die Standortentwicklung oder vielmehr auch die Bewerbung. Mhm. Betriebspflege, also Bestandspflege der einzelnen Unternehmen. Dann die Jugendbeschäftigung natürlich, der Wissenstransfer. Mhm. Was soll man weiter fortsetzen? Wir sind eingebunden in sehr viele EU-Projekte. Wir betreuen nebenher auch noch die Landwirtschaftsförderung mit. Ja, also wir haben wirklich ein sehr breit gestecktes Portfolio. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wie viele Mitarbeiterinnen gibt es hier oder wie viele Leute arbeiten für diese Abteilung? Das ist jetzt gut gesagt, arbeiten für diese Abteilung arbeiten momentan 16 Personen. Mhm. Alle in diesem Stockwerk oder? Im ganzen Haus oder noch verteilt? Eine ist jetzt in den dritten Stock gesiedelt, weil wir Platzmangel haben. Mhm. Ja, aber es sind inzwischen 16 Personen, zum Teil Teilzeit, zum Teil Vollzeit. Und wie viele Stunden arbeitest du? Machst du, ich meine, mich interessiert ja der Arbeitsalltag von den Menschen. Ja. Das heißt, ich würde einfach gerne wissen, wie viel Zeit verbringst du jetzt wirklich am Tag mit diesem Job? Also, du hast ein gewisses Stundenkontingent. Ich bin 40 Stunden die Woche angestellt, genau. Geht es darüber hinaus oder geht sich das aus? Nein, es geht darüber hinaus. Mhm. Ich persönlich unterscheide für mich immer wirklich die harten Arbeitszeiten. Das sind also die auch mit Überstunden, wo man halt an manchen Tagen auch mal 10 Stunden arbeitet. Und natürlich, man lebt ja immer irgendwie für den Job. Das heißt, auch wenn man im privaten Umfeld mit Freunden, Bekannten spricht, spricht man immer wieder über die Arbeit und versucht ja auch dort vielleicht weiterzuhelfen mit dem Wissen, was man aus der Arbeit bezieht. Also ich denke mir, jemand, der gern arbeitet, arbeitet ständig. Mhm. Heißt das nicht, dass ich jetzt überanstrengt bin komplett, aber es ist einfach, ja, wir arbeiten hier gern und deswegen schauen wir auch, dass wir immer alles Mögliche nach außen transportieren. Und hast du fixe Arbeitszeiten oder ist es so, je nachdem, was halt anfällt, nicht? Nein, wir haben fixe Arbeitszeiten. Also wir haben zwar Gleitzeit, aber wir müssen natürlich einen gewissen Stundensatz am Tag zu einer bestimmten Zeit da sein. Mhm. Das heißt, bei uns ist es jetzt von 8:30 bis 10:30 müssen wir hier im Büro sein. Und den Rest können wir uns dann frei einteilen, aber offiziell die ganz normalen 8 Stunden am Tag. Ich nehme auch an, dass es recht viele Abendtermine gibt, gerade was Veranstaltungen und so betrifft. Gell? Ja, genau. Wir organisieren selbst einige Veranstaltungen. Ja. Wir nehmen natürlich auch bei vielen Veranstaltungen teil. Da wir ja auch diese Standortbewerbung machen, fahren wir natürlich auch sehr viel ins Ausland, zu Messen, zu Konferenzen. Ja, organisiert ja auch diese Gründerinnenreise, die ich ja kenne. Genau. Wie ist denn das jetzt, wenn man nur betrachtet, diese Gruppe Gründerinnen, aus der ich jetzt komme, und Kreativwirtschaft eigentlich, das sind ja zwei verschiedene Gruppen, die sich überschneiden. Gibt es da
welche, mit denen ihr zusammenarbeitet, außer dass es einfach eine Vernetzung gibt, um sich zu unterstützen. Gibt es welche aus Graz, mit denen ihr dann Dienstleistungen abwickelt oder, keine Ahnung, Beratungen macht oder solche Sachen? Kommt sowas vor? Gerade aus dem Kreativbereich haben wir doch einige Kooperationen dann selbst. Vor allem, wenn es PR-Maßnahmen betrifft oder wenn wir einen Folder erstellen müssen, greifen wir sehr gern natürlich auf unsere Gründer zurück, um ihnen auch eine Chance zu geben, eben einen Auftrag zu bekommen von der Stadt Graz. Mhm. Es ist grundsätzlich so, gegen jede Meinung vielleicht, gegen jedes allgemeine Wissen, wir versuchen unsere Anbieter immer zu wechseln. Mhm. Wir sind auch angehalten dazu. Und dadurch ergibt sich es auch, dass wir wirklich schauen, dass wir gerade unsere Gründer immer mit ins Boot holen, wenn wir irgendein neues Projekt starten. Ja, das hier ist auch von einer Gründerin von vor, ich glaube, 3 Jahren, bitte nagelt es mir jetzt nicht fest, gestaltet worden. Das ist unser Gründerfolder. Ja, und so. Habt ihr hier in der Abteilung also so Rituale im Arbeitsalltag, wo ihr euch zum Beispiel zusammensetzt, wie zum Beispiel ein Schulfix oder Kaffeepausen oder gemeinsame Mittagessen oder ein Morgenkreis, Palaver oder wie auch immer man das nennen mag. Gibt es sowas? Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ihr in so einem Team arbeitet. Wir pflegen unser gutes Klima auch sehr. Das heißt, wir haben privat eine Geburtstagskasse aufgestellt. Das heißt, wenn irgendjemand Geburtstag hat, wird hier in der Abteilung kurz angestoßen und dann in der Freizeit irgendwo essen gegangen. Löblich. Ja, das behalten wir auch Gott sei Dank jetzt schon seit einiger Zeit bei. Was haben wir noch? Ja, wir haben natürlich Dienstbesprechungen. Mhm. Ist jetzt natürlich rein dienstlich. Mhm. Unsere Abteilungsleitung, die Frau Magistra Keimel, lädt uns jetzt vor Weihnachten zum Beispiel auf einen kleinen Umdruck ein, einfach nur so nochmal zusätzlich zur Weihnachtsfeier. Mhm. Also wir sind da Gott sei Dank. Also man hat wirklich den Eindruck, wenn man bei der Türe hereinkommt, dass ein angenehmes Klima herrscht. Ja? Also man spürt es ja oft so ein bisschen. Also man spürt einfach, ob es. Vielleicht sind das Schwingungen. Die Vibes. Aber man hat das Gefühl, dass es hier ganz angenehm ist. Also man sieht es auch in den Gesichtern der Menschen, die oft lächeln. Sehr gut. Also, danke, Astrid, das war's schon. Danke auch. Es gibt ja in der Deambulation und Linie heuer die Frage, wie Faulheit im persönlichen Leben Platz hat. Mhm. Wie ist denn das bei dir? Die ehrliche Antwort? Ja. Faulheit und ich, wir mögen uns. Na, es ist, Faulheit muss manchmal sein, in meinen Augen. Ruhephasen werden zu oft als Faulheit betrachtet, ist aber ein Fehler. Also eigentlich kann man sagen, Faulheit ist durchwegs was Positives, was vielleicht eine falsche, in Maßen, ja, eine falsche Bedeutung im Wort hat. Ja, also manchmal ja, natürlich nicht immer. Aber manchmal werden einfach ja, sozusagen Ruhephasen, die man persönlich einfach braucht, als Faulheit beschrieben. Und ja, das vielleicht könnte man ja Faulheit als Ruhephasen, die man braucht, beschreiben. Ja, wäre möglich. Wäre manchmal auch eine schöne Ausrede. Mhm. Ja. Danke.